Hallihallo, Hallöchen, mit recht herzlich willkommen zurück zum dritten und letzten Teil des Streams des Monats. Januar. Exakt. Ja. 2023, sagen wir das jetzt, ich habe noch nie das Jahr dazu gesagt. Wir haben KW3 oder so. Nein, ich wollte damit sagen, dass wir in einem neuen Jahr uns befinden. Ja. Erster Stream des Jahres und so. Das ist korrekt tatsächlich, ja. Guten Abend, kannst du mir bei meinem Problem helfen? Was ist dein Problem? Ja. Josh ist sehr mächtig, er kann sogar das Wetter kontrollieren. Muhaha. Jetzt friert die Kuh auf dem Feld. Ja, belastend war. So. Excuse me, wir haben 2023. Ja, haben wir auch. So, das wollen wir noch ganz kurz hier sehen. Und dann können wir hier... Oh, wir haben sogar noch ein Minütsche. Fantastisch, haben wir nicht einmal... Ist das die italienische Version von... Von Menü. Menüche. Ja, wenn du es so aussprichst. Ich habe mir gerade überlegt, das klang irgendwie eine Verkleinerungsform. Aber... Oder die tschechische Version davon. Oh, der Scheibenwischer hat aber... Akro. Kann der auch... Ah, der kann auch... Scheibenwischer, Bruder. Kannst du mal ein bisschen... Chat sagt Heizung nicht vergessen. Ach, ihr sollt ein bisschen frieren. Jetzt habt euch mal nicht so. Ich muss Energie sparen. Okay. Ich mach doch die Heizung an. Darf ich nicht den Chat ein bisschen trollen? Die trollen doch auch immer. Also jetzt nicht ihr im Endeffekt. Bestimmt nicht, ne, weil ihr seid der liebe Teil davon. Aber es gibt schon bestimmt auch Leute, die durchaus gerne trollen. So. Kann ich mir nicht vorstellen. Mein Problem ist... Dass Hallo. Ich keine Map finde, die passend ist für mich. Sie soll keine schweren Kurven haben. Keine engen Gassen, aber schwierig. Lange Linien und die Map soll schön gebaut sein. Das ist, glaube ich, wirklich ambitioniert. Das ist ambitioniert, hätte ich gesagt. Mir wird der Sportler auch nichts einfallen, ehrlich gesagt, ne? So. Machen wir das so. 18 Grad sind fantastisch. Ihr habt jetzt auch eine Heizung. Also Joscha, Fenster spalt? Es ist kalt, ne? Es ist, muss man ein bisschen abwägen. Sind wir auf Abwägen? Wenn ich gleich mich da irgendwo in den Graben lege, wahrscheinlich, ja, Tatsache. Sind wir da in Nordwege? Nordwege, ja, Tatsache. Da sind wir Dänen. Aus hier. Eieiei. So, ne? Also, wie man... Oh, hallo, Josh, Luisa, Schnabi. Wie geht's? Jo, ist Schnee hier im Spiel. Nächste Haltestelle, Vermundsee, Staumauer. Ist aber Vermundsee ausgesprochen. Was ist der Vermundsee? Im Graben gelege der müde Norwege. Oh. Daran vorbei führt uns kein, keine Ahnung... Keine Sträge. Und laufet auf dem Weg neben dem Wildgehege. Spottstreit. Einfach Charisma Level 5. Was zu der Sims-Musik gerade aus dem, das, was da gerade kam. Grundorf würde ich empfehlen. Hier ist einfach zu fahren. Oder Spandau. Ja, so Grundorf, ich glaube, das ist ein Problem... dieser Gestaltungsaspekt, der geht da leicht, also leicht unter. Also, sehr gute Karte natürlich. Entruck wurde auch vorgeschlagen. Ja, das wieder enge Straßen. Also, Adam Lauensbach würde ich jetzt auch nicht als eng bezeichnen. Also, da kommt man auch irgendwie ganz gut durch. Krefrath. Ich würde dir empfehlen, lieber nichts zu stehlen. Und fahr nicht auf Wählen oder Gemeindewegen, weil die sind tatsächlich relativ eng. Ich muss da sind die Leute streng. Und daraufhin... Macht's Peng. Ja, hinterher, Rechtskurve. Uiuiui, so. Grundorf, Müll, Spandau weiß ich, aber da gibt's nur die Linie 17... Die eine Linie, die 17 Kilometer circa ist. Ich will aber eine, wo mehrere so lang sind. Ja, da musst du, glaube ich, davon Abstand nehmen, dass du sagst, ich will nichts Kompliziertes. Ich glaube, wir haben ein Problem. Houston. Texas? Ja, aber Houston, wir haben ein Problem. Houston, Texas. War es nicht Austin, Texas? Ist doch Houston in Texas. Ich
bin mir nicht sicher. Houston? Hä, wie gibt's Houston? Muss ja nicht die Hauptstadt sein. Natürlich gibt's Houston. Ja, Houston gibt's schon, aber noch nicht in Texas. Ja, doch. Oder Austin. Austin war Texas. Und Houston? Houston. Ha! In Texas. Okay. Bam! Also. Ist die größte Stadt in Texas. Okay. Ja, ist ja so ein kleines Kaff. Warum ist dann Austin die Hauptstadt von Texas? Frankfurt, so hold my beer. Ja, also, okay. Frankfurt am Main entered the game. Ja, okay. Oh, das ist eng. Wir guck fahren gerade auf Steinkirchen. Ja, das ist gerade wild. Haben wir so Kurvenfahrlichter oder warum wird das die ganze Zeit so hell in der Kurve? Boah. Oh, haha. Houston ist auch Texas. Ja, es gab auch den. Es gab mal den Whitney Houston. Ich glaube, das war eine Frau. Ja, sie. Sie hat auch sehr viel gesungen. Ich habe sie gerade mit Amy Winehouse verwechselt. Also vom Namen her, jetzt nicht von dem, was sie tut. Doch, singen auch, aber ja. Warum ist eigentlich jetzt erst der Bus die Düse angegangen? Also der... Das ist dasselbe wie mit Australien. Australien? Ja, auch Austin. Keine Ahnung. Hallo, ich heiße Austin. Und mich gibt es auf Steam. Da Iveco zur VAG gehört und Kurvenlicht bei der VAG Standard ist, vermutlich ja. Ja, aber das halt umgesetzt ist, finde ich halt auch das Thema. Oh, wir müssen stehen bleiben. Mayday, Mayday, Houston, wir haben ein Problem. Houston, Texas, wir haben ein Problem. Dann fahren Sie das nächste Mal hier Auto. Machen Sie das hier mal besser mit dem Bus, bitte. Ne, das ist ja ganz schön. Was? Badabi, badaba. Bing, bing, bong, bong. Oh, ja, man könnte auch mal Scheiben wischen. Ich muss es mal manuell machen. Das muss heute der Manuel machen. Mit dem Postauto hättest du jetzt das Dreiklanghorn. Oh, irgendeine Schweiz-Story wollte ich doch auch erzählen. Ja. War das über eine war das die Ansage, die so cool war? Aber irgendwas hat mich so begeistert. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Das ist ganz schön. Du wolltest es. Dich hat begeistert, dass es in den Zügen so eine Minibar gab und. Nee, da haben mich Norwegen begeistert mit dem Kaffee, aber irgendwas mit der Schweiz und irgendwas mit Tönen oder so. War halt nicht eine coole Ansage, wo so eine ganze... Nee, das war in Bergen in der Tram. Ja. Da war einfach, da ist ein halbes Lied einfach abgespielt als Haltewunschton. Also Sydney hat um einiges Stück mehr Einwohner, aber trotzdem ist Canberra die Hauptstadt. Ich glaube, das war, weil Sydney und Melbourne sich gebieft haben. Nächste Haltestelle, Parthenon. Bahnhof. Dürfen sich dann Veganer eigentlich auch streiten? Warum? Sowie zu weiteren Buslinien. Das ist auch dein Witz. Ja, ne? Wenn der Beef aus Jackfrucht gemacht ist. Boah. Ich möchte mal ganz kurz appreciate auf der Karte rechts diese Schneehügelchen. Also dass das so aufgehäufter Schnee ist, das finde ich begeisternd. Ist doch wie mit Köln und Düsseldorf. Auch so mit größte Stadt und Hauptstadt. Wie nennt man eine arabische Hexe? Städte. Habibi Blocksberg. Da war auch wieder knapp an der Cancel Culture dran. Also ich sehe schon, die Assi-Stimme ist gecancel cultured, aber die Hörstimme, die ist politisch korrekt. Ich bin immer noch begeistert von Herrn Rochen. Ja, Tatsache. Das war jetzt auch random. Ja, ich habe gerade Herr Rochen... Ja, aber auch so für die... Ich meine, wir tun ja gerade ein audiovisuelles Unterhaltungsformat. Tun. Ja, entschuldige. Ich war gerade... Das ohne Kontext ist wahrscheinlich... Aber ja, Herr Rochen Soll ist prinzipiell... Sollen wir mal Herr Rochen zeigen? Das ist deine Entscheidung. Das ist dein Herr Rochen? Ja, aber du hast gerade Herr Rochen entered the game gemacht. Also... Ja, du hast ihn erwähnt. Ja. Vielleicht hat der Chat das auch einfach nicht mitgekriegt. Düsseldorf ist halt auch einfach schöner. Ich war noch nie in Düsseldorf. Ich war noch nie in Düsseldorf. Nicht? Ja. Ich bin safe schon durchgefallen, ausgestiegen und umgestiegen oder so, aber... Wir wollten mal nach Düsseldorf. Wir wollen schon mal viel, ja. Das ist korrekt.
Jetzt sind wir so tief, hier schneit jetzt nicht mehr. Hier liegt der Schnee nur noch. Mir war das gerade zu blöd mit dem Scheibenwischer, muss ich sagen. Oh. Herzlich willkommen bei... Ich finde es wirklich sehr schöne Karte. Willkommen bei welcher Bussteig? Und Josh verfährt sich ein zweites Mal heute. Das ist Steinkirchen. Exakt. So. Unverbindliche Gleisempfehlung. Wo können wir hier halten? 12. Ankunft und Pause. Ich will ja nicht nur Ankunft und Pause. Ich will ja auch nicht nach Reichenbach. So, dann einmal hier. Guck mal, hier kannst du auch richtig schön einmal so Déjà-vu. Ja, ich hab Angst. Vermundsee. Steinkirchen V2 oder erste? Zweite. Also, ich finde, für die Vereins gibt es keine große Daseinsberechtigung mehr, muss ich sagen. Aber ja, die Frage ist berechtigt. Aber Steinkirchen V2 ist halt einfach absolut Premium. Schönen guten Tag, einmal eingestiegen. Hallo. Eine Kurzstrecke. Hallo. Ademirät. Ticketverkauf, was sagst du? Kurzstrecke. Kurzziel, bitteschön. Entschuldigen Sie, ich wollte gerne eine Fahrkarte haben. Boah, Zehnerle und dann wünsche ich dir viel Spaß mit dem Kleingeld. Also mal kleiner ging's wohl nicht, was? Deine Einmal Mama. Normal. Immer normal. Okay, wilde Preise. Danke. Ja, sie war kurz davor, sich zu beschweren, ne? Kurz davor zu sagen, ich habe ganz schön viel Kleingeld. Herr Busfahrer, warum wollen Sie mir so viel Kleingeld? Damit ich dich besser hören kann, weil es dann so klimpert. Immer noch Steinkirchen. Ich fand das jetzt ganz lustig, muss ich sagen, mit dem... Klingt an, als würde jetzt ein Flugzeug starten gerade. Ja, kommt nichts. Da auch nicht. Könnte aber auch so ein Zug sein, der da gleich einfährt. Ein Parthenon. So, Achtung, auf Gleis 1 ein. Ich brauche Pfeile. Hauptstraße. Sind wir richtig gefahren? Mutmaßlich. Man weiß es nicht genau. Also mutmaßlich habe ich gelernt, ist auch das immer, wenn man jetzt einen nicht verurteilten Menschen hat, der irgendwas scheinbar getan hat, muss immer mutmaßlich sein, dann darfst du dem quasi alles vorwerfen. So, keine Ahnung. Josh hat mutmaßlich, ja, was kann man mehr vorwerfen? Politisch inkorrekte Figuren in seinen Let's Plays benutzt. So, das ist ja erstmal, das kann man ja so sagen. Ah, sehr gut, Richtung stimmt, das freut mich. Das ist Knäppchen hier. Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelt, cause Josh is our driver today. Das ist wirklich so. Bitte bleiben Sie so lange angeschnallt sitzen, bis wir unsere endgültige Parkposition und Déjà-vu erreicht haben. Déjà-vu? I've just been in this place before. Sie können gerne für, keine Ahnung, 3 Milliarden Euro sich gerne 250 Milliliter Wasser kaufen. Wird gleich jemand mit dem Trolley durchlaufen. Tschüss. Und an alle, die gehen, haben noch einen schönen Wasser Abend. Anbieten. Und so eine schlechte Lasagne oder so, die soll da irgendwie auch schlecht sein im Flugzeug, hab ich mal gehört. Aus so einer Gronkh-Story. Was ist eine Gronkh-Story? Mit der Lasagne. Die Lasagne. Ja, mit, und wenn ein Zug. Aber das war der Caesar-Salat scheinbar mit dem Parmesan. Aber Parmesan ist auch einfach Käse ihm sein Vater. Finde ich. Boah, Dumplings. Ja. So, schönen guten Tag. Oder Lasagne mal wieder. Guten Tag. Boah, ja, hallo. Das ist korrekt. Wir sind ja morgen einkaufen. Das ist in der Tat korrekt, ja. Lasagne mit Bechamelsoße. Ohne Käse. Garfield würde sich freuen. Gerade mal, wenn noch. Nicht sehr gut besucht hier heute. Wir können ja eine mit Soja machen. Nächste Haltestelle, Partinen am Dorfteich. Da müssen wir noch nicht kommen. Ja, ja. Lasagne ist halt einfach der Burner. Salagne.
Oh, ist das nicht schön hier. Oh, ist ja knuffelig. Guck mal, ist ja nicht schön knuffelig hier. Ich mag die Karte wirklich. Tobias Knuffel. Oh. Déjà-vu. Hui. Das war ein normaler Traktor, kein Traubentraktor. Ja, oh, die sind auch knuffelig. Der hätte ich hier mal Platz gehabt, wenn es ein Traubentraktor gewesen wäre. Ich mag die Traubentraktoren, die sind so schmal. Hallo. Sind mir knuffig. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Ja, wir kommen bei Piepsen mit Iveco heute. Piep. Piepsen. Piep. Iveco piep einmal. Piep, piep. Bidu. So, wie viel Verspätung haben wir schon? Wahrscheinlich ist die Antwort ja. Ja, knapp 4 Minuten. Die Antwort ist nicht ja, sondern nächste Haltestelle, Kutenholz. Was? Kutenholz. Kutenholz. Ach so, K-U-T-E-N. Das Kutepolz. Ich habe Kutepolz. Ja, das ist die neue ökologische Wandlung davon, weil Plastik da drin ist ja, ja. Die sind aber aus Papier. Ach, okay, das ist die neue Meta und nicht Holz. Aber aus was ist Papier? Denk mal drüber nach, dass die große, die werden alle hier produziert. Ja, aber nicht so direkt Holz wie Holzstäbchen, sondern the paper. So. Blinkerton ist ja mal anders nervig. Mit dem Scania wäre uns das nicht. Das ist absolut korrekt. Der macht nur Plock, Plock, Plock. Ja gut, natürlich große Konkurrenz ist da auch Evobus zwischen 2012 und ja, halt ein paar Jahre danach. Ich finde, die machen da auch schon große Konkurrenz. Bei uns gibt es eine Haltestelle namens Kuchenholz. Oh, das könnte wie so ein Wellholz sein. Muss ich da lang? Ah, Kutenholz, ja, schon, das ist hier. Oder so eine leckere Torte. Weiß ich nicht, Digga. Darf ich nächste Woche mal eine Torte machen? Ach, das habe ich absolut. Absolut kein Problem mit. So, die Frage ist, beschleunigst du jetzt hart und fährst mir in die Seite oder brauchst du 300 Jahre, bis du hier durch bist? Ah, ich finde, es hat sich ganz gut gelöst. Du bist moderat schnell hier lang gefahren. Überschaubar schnell. So, mit einer enormen Fahrleistung. Enormes. Oh, den Insider haben wir noch gar nicht. Ja, ist absolut korrekt. Haben wir noch gar nicht erwähnt. Seit unserer Reise nach Scandina 4 haben wir zwei neue für uns beide Insider entdeckt. Und zwar einmal Enormes für enorm. Für sehr viel. Also, aber nicht etwa enorm, sondern Enormes. So, ja, übertrieben. Und einmal, ich biete Kaffeetrichter als lustigen Haltestellennamen. Alles klar. Und einmal überschaubar für ein Phänomen, wenn man denkt, dass es wirklich überschaubar ist, aber es nicht wirklich überschaubar ist. Das kann man aber auch unironisch verwenden. So, du gehst davon aus, dass der Bus rappelvoll wird und dann ist es, ich sag mal, jetzt nicht angenehm leer, aber es ist überschaubar. Da würde ich jetzt auch überschaubar sagen. Überschaubar ist aber auch, wenn du denkst, yo, jetzt geht's ein bisschen hangabwärts und da liegt nur ein bisschen Schnee und dann steckst du auf einmal bis zum Knie. Ist da überschaubar viel Schnee. Überschaubar. Oh, das wenn ich eine Rooftop-Bar eröffne, dann heißt die so. Eröffnest du die dann aber in Norwegen wegen den Nordlichtern? Ja. So. Musst du da den Narvik noch? Kutenholz. Kutepolz. Hast du das gegen Bodo gesagt? Bodo ist auch cool. Ach, du meinst, da ist mehr Party am Start? Ich glaube sogar, dass Bodo krasser ist als Narvik. Ich weiß es aber auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass nach Narvik Touris eher gehen als nach Bodo. Ja. Kannst du aber natürlich die Locals für einen Rooftop. Naja, kannst du wahrscheinlich nicht. Nein. So, es gibt übrigens keinen wirklich dunklen Spot mehr auf der Erde. Die Definition, was richtig dunkel ist. Also ich habe mir mal diese Karte mal angeschaut und es gibt schon Flecken, die sind wirklich sehr dunkel. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, im Schwarzwald bin und halt im Wald bin, wo kein Kaff und keine Straße in der Nähe ist, da ist es dort dunkel. Wenn du das meinst. Oder in keine Ahnung. In Norwegen sind ja sehr viele nicht besiedelte. Nachts ist der Himmel trotzdem noch sehr hell.
Light Pollution. Es gibt auch so was wie einen Mond, habe ich mal gehört. Ja, aber das kommt nicht vom Mond, sondern vom vielen Weltraumschrott, weil der das Licht reflektiert. Naja, der Mond macht schon auch einfach hell. Ja. 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 Nächste ja. Haltestelle. Ja. Nesselbahn. So mit Wölfen und so. Übergang zum Regionalverkehr der Deutschen Bahn. Anscheinend gibt es so auch Helme aus Holz. Denn bei uns gibt es die Helmholzstraße. Oh. Die heißt Helmholz mit TZ und das war ein Dude. Okay, der tut etwas weh. Ja. Wie ist man eigentlich drauf gekommen, Schutzhelme aus Plastik zu machen? Wie du wahrscheinlich zu allen Ideen kommst, Sachen aus Plastik zu machen, weil es billig ist wahrscheinlich. Zeig mir mal dein Faraday. Dein Faraday, also dein Fahrrad, ey. Oder der Fahrradeische Käfig. Ja, der Fahrrad. Wie ging der Witz nochmal? Werde ich eigentlich nicht vom Blitz getroffen? Wobei, wenn du den nach dem unerwarteten Josche-Witze-Schema... Wie wirst du nicht vom Blitz getroffen? Ja, da musst du ja Ei und Fahrrad ein Synonym finden. Nee, wie wirst du nicht vom Blitz getroffen, wenn du draußen unterwegs bist? Packst bei deinem Fahrrad einfach ein Ei in den Gepäckträger. Zack, fertig. Fahrrad-Ei-Schock-Käfig. Ja, der ist aber nicht nach dem Josche-Witze-Schema aufgebaut. Du müsstest für Ei und Fahrrad ein Synonym finden. Oder denkst du, der ist witzig genug, weil er unerwartet genug ist? Gibt ja auch Hochvoltschutzhelme, die sollten aus Plastik sein, wegen Solar. Ja, die leiten auch nicht, das ja, stimmt. Aber die ersten Helme überhaupt, also überhaupt. Ja, waren aus Metall wahrscheinlich. Echt? Ja, so für Minenarbeiter oder so. Stimmt Ritter ja auch. Ritter, ja, ja okay, vor Minenarbeitern Ritter. Wobei. Um einen Metallhelm zu machen, musst du in einer Mine nach... Oh, aber dann haben die Minenarbeiter keine Helme gehabt, ja, die ersten vielleicht nicht, ja. Das Henne-Ei-Problem. Das Helm-Dingens-Problem. Ja, aber vielleicht hatten die ja was aus Holz. Ja. Wie in Minecraft. Du machst ja auch zuerst einen... So einen Strohhut, dann machst du dir einen Holzhut. Ja, fängst wirklich an mit, glaube ich, Holz. Ist das die Trickste, was du machen kannst. Ich habe früher mal immer Grog geguckt, ansonsten kenne ich Minecraft nicht. Und dann machst du irgendwann so, glaube ich, Diamant oder so. So, imagine, du hast einen Diamanthelm. Der Prinz Markus von Anhalt holt mal Bier wahrscheinlich, ne? Du bräuchtest erstmal einen so großen Diamanten? Ja, oder du machst es wie mit so Pressfleisch. Du tust dann... Diamant und dann musst du so dazu schreiben aus Form, also so aus mehreren Stücken zusammen zerkleinert und zusammengefügt. So finde ich jetzt zum Beispiel lustig, weil wenn auf Schinken draufsteht zerkleinert, das war noch grün. Scheinbar war es nicht mehr so wirklich grün. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber es war scheinbar nicht mehr so grün. Ja, dann ist ja nie eine Kraft so. Jetzt ist rot. Partenen. Nee, Pauseplatz. 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 Vor allem dann so ein durchsichtiger Helm. Ja. Und wenn ich hier am Hauseplatz was esse, ist es dann ein Schmauseplatz. Mhm. Was? Es gibt einen YouTube-Kanal, die machen Züge bei Minecraft. Können wir ein bisschen... Hallo. Dankeschön. Ich mag Züge. Jo. Wie lange willst du noch suchen? Ja, Jahr. So ein Tricksteppen. Den fahre ich jetzt so hinterher. Es ist halt nämlich einmal genug dazu, den so hinterher zu fahren. Nesselwang. Na, ich schaffe leider nicht, an hier ranzukommen. Bei sicherer Fahrweise. Fahr.
Aber wenn da jemand ist, dann haben wir ein Problem. Ja, alles easy. Der Blinker ist aber auch kein Vorfahrtsrechtgeber. Doch. Dem Bus ist die Abfahrt von der Haltestelle zu ermöglichen. Ist tatsächlich sogar ein extra Paragraph in der Straßenverkehrsordnung. So allmann bin ich dann doch. Bei einem Bus an der Haltestelle ist es tatsächlich ein Vorfahrtgeber, doch, tatsächlich. Der Kanal heißt Trainsa. Nächste ja, Haltestelle. Nesselbank. Sagt mir was. Dann wusste ich aber nicht, dass das jetzt auch was mit. Minekraft ist auch wild. Ach ja, den Feuerwehrbus hättest du auch nehmen können. Oh, ja, hätte ich das Martinhorn anmachen können. Das Martinshorn. Oh, böse Kommentare incoming. Martinhorn. Es heißt wirklich Martinhorn, aber. Also für Umgangssprache wurde doch niemand umgebracht. Sorry. Also. Ja, es heißt Martinhorn. Es heißt aber auch noch. Gut, mir fällt jetzt kein anderes Beispiel ein. Also, okay. Man kann es auch übertreiben. Martinhorn. Schreibt man das dann aber mit Bindestrich? Nein, ein Martinhorn. Das ist, weil die Firma Martin hieß, die das hergestellt hat. Ich habe mich dann auch damit auseinandergesetzt, nachdem man dafür zu Tode geflammt wurde. Wenn ich da aber irgendwo was gelesen habe, das immer zusammen als Martinshorn. Geflamed wegen, weil das von der Feuerwehr ist. Okay. Nächste Haltestelle. Ja eben, so habe ich. Körper Naturgymnasium. Ja, also es ist halt schon richtig. Das ist wie mit dem Andreaskreuz. Ja, du brauchst aber auch jetzt, ich weiß nicht, man, um jetzt eine etablierte, wenn man eine etablierte Umgangssprache benutzt. Ja. Meine Güte. Meine Güte. Was für eine Jüte ist es denn, die K-Jüte? Ja, eine K-Jüte. K-Jüte. Das erinnert mich an Sea of Thieves. Das ist absolut korrekt. Das wäre auch mal wieder spielen. Ja, ich freue mich. Also ich muss aber tatsächlich sagen, ich enjoy gerade die Tatsache, dass ich ein Spiel habe, wo mein freudiges Spielerlebnis nicht von der Randomhaftigkeit abhängt, dass etwa ige andere Spieler gerade denselben Spielstil machen möchten wie ich, nämlich nicht sich gegenseitig tot zu kloppen, sondern dass man so ein bisschen, ne? Ja. Also muss ich gerade sagen, enjoy ich das schon sehr, Offline-Spiele. Und natürlich auch das Busfahren per se. Déjà vu. Ein bisschen. Die Kreuzung hätte ich jetzt zum Beispiel verpennt. Mein Freund. Penne. Auch ganz okay, Nudeln. Aber bei Penne. Penne sind overrated, finde ich. Ja, also du kannst es ja überall dazu machen. Overrated und underrated Nudeln. Ich hab Bock auf Ofenmakaroni. Alter, Makaroni sind eindeutig overrated, weil die so beschissen zu essen sind, dass du jedes Mal so viel Luft einatmest, dass ich danach Bauchschmerzen des Todes habe, weil du sie nicht ziehen kannst. Also wenn du machst, riechst du, fußst du immer die Luft. Wenn ich meine diese schrägen, die Makaroni, aber mit Penne. So, ja, aber ich, dann lass mal, das, also wir brauchen jetzt kein Top-5-Ranking machen, aber over- und underrated Nudeln. So. Mhm. Ich finde zum Beispiel Orecchiette underrated. Die sind underrated, ja. Ich finde Orecchiette underrated. Und diese länglichen, die wir gestern hatten, die sind auch underrated. Ja, das ist aber keine italienische Pasta, also wahrscheinlich schon, aber das ist in der DM irgendwann Eigenkreation. Ja. Aber so, dann finde ich noch sehr geil Paccheri. Also, das ist, wir müssen das mal gucken, P-A-C-C-E-R-I. Das kann man schlecht erklären, das muss man einfach googeln, das ist, also quasi mit so einem Durchmesser ungefähr halt so ein kurzer Ring im Endeffekt, ja. Also stellt euch prinzipiell Penne vor, nur nicht so lang, also ein bisschen kürzer und ein Durchmesser von des Todes und halt nicht geriffelt und gerade abgeschnitten. Du meinst Pappardelle? Nein, Paccheri, Google. Pappardelle sind doch auch lange Nudeln, oder bin ich jetzt komplett falsch? Pappardelle sind auch irgendwie lang. Irgendwie in irgendeiner Form.
Welche Nudeln sind noch underrated? Ah, Conchiglis. Nicht Conchiglis, sondern Conchiglionis. Ja. Diese großen Muschelförmigen. Ja, eindeutig underrated. Kann man also wahrscheinlich auch nicht komplett richtig, was wir dazu essen. Und dazu kann man auch gut so ein Ragout quasi essen. Gut, auch überhaupt. So, und zu den Pakeri kann man sehr gut so eine ganz, so, weißt du, so eine Tomatensoße, die nicht so eine fette Soße, sondern nur so, weißt du, du schmeißt ein paar Kirschtomaten irgendwie rein und dann so ein bisschen Öl noch und das ist dann die Soße. Also so, dazu passt das. Oder auch so, da kannst du Frutti di Mare, so ein bisschen halt was und dann nicht so eine fette Blatschsoße, sondern so eine leichte, bloß so in einem Sapsch. Nächste Haltestelle, Adendorf. Welche absolut overrated sind Buchstabennudeln. Ja, weil es auch Suppennudeln sind. Also bei dir wären es überhaupt Suppennudeln per se. Ja. Als overrated. Weil sind die over... Ja. Also die Top... Was kaufen Leute denn? Leute kaufen Spaghetti, Leute kaufen Penne, Leute kaufen Fusilli. So, das sind doch bestimmt so die Top-Verkaufsten. Ja, aber Nudeln. Weißt du, Fusilli kannst du gut mit... Ja, Fusilli sind auch mit, okay. Da kannst du gut Spaghetti-Bolo machen, wenn du keine Spaghetti hast. Fusilli. Ich, wahrscheinlich für jede unserer Aussagen werden wir gerade von einem Italiener... Nein, es gibt ja für jede Form. Weiß, deswegen aber, wenn ich so bei der DB im Bordbistro gucke, dann gibt es bei denen Fusilli mit... Das ist, glaube ich, genau der kulinarische Anspruch, an dem ich mich orientiere. Nee, aber nein, aber was Leute wie essen, verstehst du? Deswegen habe ich vermieden, dazu Soßen zu nennen, bis auf mein eines Beispiel, weil ich wusste, dass man das auch wirklich dazu isst, habe ich mich aktiv zurückgehalten, zu nennen, welche Soße ich zu diesen Nudeln essen würde. Ich kenne Fusilli ansonsten noch aus dem Salat. Oh ja, Nudelsalat. Einfach Mayo rein, wir nennen Salat. Nein, nicht Mayo. Ich sage nur, aber Leute machen Wenn ich wollte das kurz flamen. Einen Salat mache, mit Fusilli und Tomate und Mozzarella und so. Ich wollte nur den klassischen, ich platsche alles Mayo rein und nenne Salat Trend. Das heißt Trend, das war so in den 80ern, aber ja. Was ist noch overrated? Überhaupt so Bronzeform-Nudeln mal per se überhaupt underrated. Also das wird zu wenig gemacht, so mit so cooler, rauer Oberfläche. Überhaupt der Shit, so. Was ist denn noch? Also wir haben auch sehr wenige overrated Nudeln gefunden. Also bis auf Makaroni, die sich echt nicht gut essen lassen, fällt mir echt wenig ein. Suppennudeln ist so dein Hassding und ich kriege immer Bauchschmerzen bei Makaroni. Kennst du diese ganz kleinen Muschelnudeln, die du in der Suppe essen kannst? Ja, also quasi und auch die hier immer am Gaumen hängen bleiben. Also ich glaube, bei Suppennudeln sind wir bei dir ganz gut mit dabei. Weil ich glaube auch nicht, dass sie alle einen offiziellen italienischen Namen haben. Nein, haben die nicht. Ja, ansonsten... Tagliatelle. Nudelform. Nö, Tagliatelle sind weder andere noch oben. Ich finde, die sind so, wie sie sind. Ja. Also Tagliatelle sind weit verbreitet, ist aber auch zu Recht. Oh ja, gut, man könnte natürlich so ein Bild aufmachen. Lange Bandnudeln, finde ich, sind voll underrated. Ja, zu so einer hellen, so eine helle Lachssoße zum Beispiel. Genau. Mit so langen Banden, lange breite Bandnudeln, ja. Oder so zu Spinat. Ja. Hallo. Das stimmt. Dann Spinat mit Kokosmilch, mit langen Bandnudeln. Muss ich sagen, ich finde Cannelloni overrated, weil sie scheiße zu machen sind. Ja, die sind doof zu füllen. Also, das spiegelt, dann kann ich sie auch schichten. So. Was wiederum, finde ich, seinen Stellenwert verdient hat, sind Ravioli und halt große und kleine Versionen davon und generell Tortellini, Tortelloni, alles was so das angeht, finde ich. Aber halt auch nur dann natürlich, wenn das eine gute Füllung ist. Wenn man diese Ravioli sind eindeutig overrated. Ja, darauf können wir uns einigen. Also Dosenravioli sind sowas von overrated. Die schmecken auch einfach. Also die Füllung davon, das ist einfach Much. So. Gnocchi sind keine Nudeln, ne? Ja, ich finde, das kann man im weitesten Sinne, würde ich schon... Die sind aus Kartoffeln. Schopfnudeln sind dann auch keine Nudeln. Ravioli sind besser als... Nein! Oh. Nein! Also mit Pelmeni machst du Lisa ihre Lieblingsteig... Naja, nicht unbedingt Lieblingsteigtaschen, aber... Die schmecken schon sehr lecker. Ja, die fand ich ein bisschen overrated. Ich fand sie nicht sehr schlecht, ich fand sie ein bisschen overrated. So. Mir schmecken sie, aber
Ravioli sind halt anders als Penne. Ja, ja klar. Warum hat mein Kopf von Pelmeni auf irgendwie Burek geschwenkt? Ich weiß es gar nicht. Ostblock. Ah, weil du auch Kartoffeln. Nee, ich glaube Kartoffelfüllung. Und dann habe ich mir gedacht, boah, das, was ich die Woche war, 10 von 10 lecker. Burek mit Fleisch ist overrated. Ja. Teigtaschen sind generell underrated. Ja, Teigtaschen sind. Also sämtliche Nationen, angefangen von Maultaschen über. Ja, ich gönne dir die Pelmeni mehr Ravioli für mich. Also die italienischen Teigtaschen, oh, die deutschen Teigtaschen. Überhaupt Teigtaschen. Generell also Teigtaschen. Oh. Asiatisch, ob es jetzt, egal was es jetzt sind. Also. Ja, das ist suboptimal. Teigtaschen sind gut. Wir nehmen dieses Video und packen es in Teig ein. Oh, Sachen mit Blätterteig umwickeln. Overrated. Croissants? Sachen mit Blätterteig umwickeln. So wie... Schinken-Käse-Croissant? Ja, ja. Die sind immer so teigig innen. Das ist schon irgendwie ganz... Die Teigtaschen aus Deponia. Oh, aber ich stelle die mir mit so einer richtig geilen braunen Soße gefüllt vor. In einer braunen Soße gefüllt? Du kannst doch keine Soße in Teigtaschen füllen. Vierden. Doch. Kirchplatz. Ich stelle mir die Deponia-Teigtaschen so als etwas mit Fleisch gefüllt vor. So. Also mit Fleisch und da war aber eine braune Soße dabei. Ja, aber dabei und nicht drinnen. Die war in den Teigtaschen drin. Ja, eine braune Masse. Nee, das war eine braune Soße. Keine Soße. Das war Bratensoße. Aber doch nicht innerhalb des Teiges. Aber Rufus hat die in den Teig reingefüllt. Anzweifeln. Wobei ich in meinem Gedächtnis im Zweifel noch mal weniger trauen würde. Nee, der hat die Kinder in die Teigtaschen eingepackt. Da haben sie gesagt, sie haben Hunger. Und dann hat er ihnen noch Bratensoße in die Teigtaschen reingefüllt. In die... Weiß ich nicht. Und das Monster, in deren Mund die dann lagen, war dann so... Als ob du die ganze Ich weiß nur noch, dass es einen Teigtaschenstand gab. Das ist meine komplette Information. Das war mit Baby Goalie. Unpopular Opinion. Alle Sachen mit Käse überbacken sind besser, finde ich overrated. Ich finde das Statement, dass alle Sachen mit Käse überbacken... Nee, generell. Sachen mit Käse überbacken... Käse ist geil. Ich finde Sachen mit Käse überbacken overrated. Und, was finde ich nie gut schmeckt. Ah, nee, nicht nie. Doch, ich finde, was eigentlich nie geil ist, ist Parmesan gebacken. Wenn ich Parmesan auf etwas drauf tue und es backe, schmeckt mir danach der Parmesan nicht. Parmesan-Chips? Ja, grenzwertig, aber die wenn. Fandest du voll lecker. Ja, das ist ein Randfall. Wenn ich etwas mit. Ja, das ist halt frischig gewesen, wa? Weißt du, so mach ich so, dann. Ich mach so, Bus macht so. Ich weiß auch nicht mehr, wie der Meme ging. Magst du keine überbackene Himbeertorte 1, 2, 3? Also, ich mag überbackene Sachen, aber keine süßen Sachen. Gab es dieses Jahr kein. Ach, oder war das ein Sommerding? Ich dachte, das war ein Winterding, die Himbeertorte. Da gab es die immer nur im Sommer. Weil die gab es das gar nicht im Winter. Sommer. Okay. Im Winter gab es die Eis. Und die schokolierten Kirschen. Oh, Vierden. Himbeertörtchen. Und die Eiszimtsterne, aber die gab es dieses Jahr nicht. Hab ich jetzt wirklich zwischen der vorletzten und der letzten Haltestelle noch? Okay. Ja, gut. Ja, okay. Ja, ist okay. Ich mag aber überbackenen Käse. Ich mag generell geschmolzenen Käse. Ja, du bist sowieso bei Käse. Ich habe nochmal ein anderes Verhältnis zu Käse. Also, was nie zu wenig auf einem Gericht drauf sein kann, ist frisch geriebener Parmesan. So, davon kann es nicht zu viel geben. Nicht für überbacken, sondern einfach, du reibst über etwas Parmesan. Also, wenn ich die Wahl hätte zwischen... Ich krieg jeden Tag einen Berg Parmesan auf mein Essen. Also wirklich so einen Berg. Also halt oder da, ich kriege jeden Tag. Ja. Oder ich kriege jeden Tag irgendwas mit Käse überbacken. Mm-hmm. Parmesan. Dann nehme ich die überbackenen. Parmesan. Ach ja, Unfall.
Parmesan. Im Sommer gibt es ja auch Wassermelone. Boah, ja, Wassermelone, finde ich, hat zu Recht ihr Statement als... Gibt es eine underrated Melone? Finde ich nicht. Ich finde Honigmelone overrated. Wassermelone ist Top-Tier-Melone einfach. Ich finde aber dafür die Galia-Melone und die Netzmelone sind sehr lecker. Ja, da kannst du aber schlecht... Gut, du kannst bei allem schlechter erwischen, ne? Die finde ich aber leckerer als die Honigmelone. Das stimmt, aber Wassermelone ist Top-Tier-Melone. Es gibt keine geilere Melone als Honigmelone. Als Wassermelone, meinst du? Ja, genau. Was du sagst. Nachos mit Käse-Dip. Nachos mit selber gemachtem Chili-Cheese-Dip. Ja. Also, zwar auch mit diesem Billo-Cheddar. Schönen Abend noch an alle, die gehen. Und moin wir gehen an jetzt alle, auch. Die noch kommen. Wir gehen jetzt. Ja, dann tut mir leid für alle, die jetzt noch kommen. Überhaupt, wer überhaupt hier war, mein Beileid. So generell im Leben. Also, war cool. Ja. Das mal. Macht das auch gut. Macht's gut. Ja, schon. Also, gut, natürlich ist es jetzt keine Gronkh-Zeit, aber wir sind es bei, lass mal schauen und nicht lügen, knapp 4 Stunden. Also, ich finde ich in Ordnung. Ne? Der erste Tag und gleich morgen, macht's gut. Bis dahin, schön, dass ihr dabei seid. Tschüss. Tschüss.